Auf dem Vormarsch, so gefährlich ist Krätze. Die Fälle dieser Hauterkrankung häufen sich inzwischen. Erschwerend kommen Lieferengpässe bei Medikamenten hinzu. Deren zum Teil horrende Preise lassen Betroffene ohnehin verzweifeln. Das Problem: Es gibt keine allgemeine Meldepflicht, daher eine hohe Dunkelziffer, und in Behörden werden in der Regel nur Ausbrüche in Gemeinschaftsunterkünften, etwa für Obdachlose oder Flüchtlinge sowie Kitas und Schulen, gemeldet. Begünstigend für Krätze wirken ein geschwächtes Immunsystem, beengte Wohnverhältnisse oder mangelnde Hygiene. Im Herbst und Winter ist die Ausbreitungsgefahr am größten. Krätzchenmilben können dabei jeden befallen. Ihren Wirt wählen sie weder nach Alter oder Geschlecht. Zwischen den Menschen wird die juckende Krankheit durch Hautkontakte übertragen. Zum Beispiel beim Stillen von Säuglingen, wenn Kinder zusammenspielen, bei der Pflege von Kranken und auch beim Sex. Die winzigen Krätzmilben graben sich in die obere Hornschicht der Haut ein und bilden dort kleine Gänge. In diesem Versteck überstehen die Tierchen sogar Vollbäder, schreibt die Apothekenumschau. Am häufigsten wird der Bereich zwischen Fingern, Zehen, in der Achselgegend und im Genitalbereich befallen. Bei Babys und jüngeren Kindern kann sich Krätze auch auf den Handinnenflächen und Fußsohlen ausbreiten. Symptome sind ein starker Juckreiz und schuppige, gerötete Haut, eventuell mit Bläschen. Wer eine Lupe griffbereit hat, kann die Krätzmilben, ihre Eier, Kotballen und sogar die Milbengänge erkennen. Der Name Krätze kommt übrigens vom Kratzen, zu dem der starke Juckreiz verleitet. Die Krankheit ist in der Regel gut behandelbar. Zur Therapie eignen Antimilbenmittel, Antiskabiosa, Akarizide, Skabizide, in Form von Cremes oder Salbe. Sie werden auf die betroffenen Stellen aufgetragen, töten die Milben ab und heilen die Haut. Besonders stark entzündete Haut kann seit 2016 auch mit entzündungshemmenden Tabletten behandelt werden. Wird nichts gegen die Krätze unternommen, kann sie chronisch werden. Der Münchner Dermatologe Professor Dietrich Appeck rät in einem Interview mit Merkur, dass sich alle Familienmitglieder, Partner oder sonstige enge Kontaktpersonen ebenfalls sofort untersuchen und behandeln lassen, auch wenn sie keinen Juckreiz verspüren. Denn die Spanne zwischen Ansteckung und Ausbruch der Krankheit beträgt 2 bis 6 Wochen, sagt Appeck. Er warnt auch vor der Eigenbehandlung mit pflanzlichen Produkten wie Neem oder Teebaumöl. Denn deren Wirksamkeit bei Krätze ist nicht ausreichend belegt. In Deutschland ist das verschreibungspflichtige Permethrin der Wirkstoff der ersten Wahl, bestätigt Appeck. In schweren Fällen kann zusätzlich Ivermectin in Form von Tabletten verabreicht werden. Doch es gibt ein großes Problem mit Ivermectin, nämlich Lieferengpässe in Deutschland. Appeck findet das nicht tragisch, zum einen sei Permethrin ohnehin wirksamer, und das stehe ausreichend zur Verfügung. In Einzelfällen könne auf analoge Präparate etwa aus Frankreich zurückgegriffen werden, die Ivermectin beinhalten. Appeck: Es besteht also kein Anlass zur Sorge oder Panikmache, dass Krätze momentan in Deutschland nicht behandlungsfähig sei.